Doch. Einfacher Kaschemmel erstmal langen. So, hier hatte ich ja quadratisch gebaut. Wenn mich das interessiert hat, einfach mal auszuprobieren. Hier. Versorgung. Krankenstation, Elektrizität, Vorräte haben wir von allem da. Versorgung. Wachturm, ich suche das Wachhaus. Ja, wunderbar. Sollten wir vielleicht eher hier hinsetzen. So, jetzt denken wir. Was braucht es? Braucht es Unterhalt? 55 Elektrizität. Ja gut, das kann man verkraften. Setzen wir einfach hier zwei hin. Sollte das auch erledigt sein, dann kriegen wir hier auch die Bedürfnisse abgedeckt für kommenden Generationen. Das sind ja immerhin noch 73 Kinder. Spätrupp. Unbekanntes Terrain. Eisenerz, Kupfererz, Zinnerz, Kohle, Wasser. Sehr schön. Teilweise zerstörter Wald. Dann gehen wir mal ins Ödland. Anschließend. Okay, wie der darüber geht. Okay, die Produktion. Wir müssten doch hier jetzt genau. So, Fleisch haben wir en masse. Bitte, Fleischproduktion. Pilze haben wir aktuell auch noch viel. Müsste ich auch nicht auch mal wieder schauen. Wegen Pilze sammeln, ich bin mir nicht mehr sicher. Nur das Rohstofflager Pilze sammelt. Aber ich glaube, mehr habe ich was Größeres. Habe ich nicht. Weil ich hätte jetzt ja noch drei Arbeiter übrig. Soweit ich das sehe. Fehlt mir da jetzt auch nichts. So, der hat noch genug zum Graben. Oh. Steinmetze, Ressource, guck einer an. Kann man das hier abreißen? So, Ressourcen. Rohstofflager. Rohstofflager, oh, geht's hier? Gibt's gut Pilze? Ist noch irgendwo anderes etwas, was sich ins Einzugsgebiet schlängeln würde? Nein. Dann machen wir jetzt einfach mal so. Zack. Im Bau. Wunderbar. Dann kurz mal erhöhen auf 300% in der Zeit. Ein Schluck Earl Grey. Es baut nicht. Warum bauet ihr nicht? Sicherlich jetzt nicht an der Straße liegen. Wenn ich mich richtig erinnere, war das nicht Voraussetzung. Jetzt wird's gebaut. Ja, okay. Interessant. So. Das Krankenhaus. Produkte, Papier und Getränke.
Müsste doch ausreichend vorhanden sein. Getränke 14. Funktion 43, Verbrauch 31. Eigentlich müsste ich Plus erwirtschaften. Und Papier habe ich eh en masse zur Forschung abgeschlossen, wenn ich das richtig noch im Kopf habe. Genau. So. Was macht denn Sinn? Kommunikation. Vorrat. Und Kommunikationszentrum. Mit dem Kommunikationszentrum würde uns wahrscheinlich es auch zur Verfügung stehen, besser mit anderen Leuten zu kommunizieren. Stelle ich mir zumindest jetzt mal vor. Einfache Maschinen. Fehlt mir Quadrat. Oder theoretische Ausbildung. Da brauche ich. Okay. Da bleibt ja die Wahl relativ einfach. Oder Feldarbeit. Könnte ich Milchprodukte noch erzeugen? Ach Gott, geht ja immer noch weiter. Wahnsinn. Mache ich doch mal die Feldarbeit, doch, das würde mich jetzt mal interessieren. So. Kiddies in dem. Genug Wohnraum haben wir auch zur Verfügung. Strom sind wir abgedeckt. Ich habe 6 Leute noch übrig. Wie sieht es denn jetzt mit der Essensversorgung aus? Ist ein Plus vorhanden? Jetzt könnte man doch die restlichen Küchen oder die Suppenküchen upgraden. Hier war ich bei der Gemüsesuppe. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, müssen wir ja nicht... Ah, see. Ja, okay. Es geht Richtung Herbst. Natürlich produzieren wir gerade kein Gemüse. Vollkommen richtig. Und wir hatten vorhin die eine Gemüsefarm Kräuter umgewandelt. Könnte sein, dass wir zu wenig produzieren. Produktion, Kohlhof. Das sind irgendwo eine ganz megamäßige Location. Da würde ich mir wünschen, es wäre ein größerer Zoom möglich. Wo hier? Ausgerechnet hier. Aber neben den Kraftwerken, aber was soll der Geiz? So, Kohlehof. Zeigt mir jetzt aber nicht an, dass er da irgendwie einen gesonderten Eingang braucht. Oder einen Straßenzugang. Setzen wir jetzt einfach mal hier hin. Spätrup. Kargesland. Okay. Also, im Mittland ein. Diese Provinz weiter erforschen. Wie weit ist der denn? Der ist auch fast da. Okay. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob der wirklich noch einen Zugang braucht oder nicht. Ja, das werden wir gleich sehen. So, Wasser ist fast am Limit. 86 ist... Oh, Alkohol sollten wir mal erhöhen. Einfache Mahlzeiten scheint auch wieder ins Plus zu gehen. Fleisch möchte ich erhöhen, bitte. Kupferbarren, warum nicht? Kupfererz gerne mal. Leder. Wäre schade. Das Zeug ist einfach verschütt ginge, weil wir es nicht lagern können. So, 85% Lager. Sollte doch eigentlich okay sein. Sind im Sommer Speerbericht.
Okay, endloser Bedarf an Eisenerzadern. Entwicklungsbaum ist auch gleich abgeschlossen. Dann können wir rüberspringen. Die Kommunikation über große Reichweiten. Als die erste Sonnenruption unsere Erde trafen, haben kurzwellige Signale aufgehört zu funktionieren. Jedoch haben wir, auch wenn wir es nicht wissen wie, vor kurzem Funksignale in der Atmosphäre verzeichnet. Gebrauch von diesem verlorenen Wissen zu machen, wird uns immens helfen. Besonders, wenn es darum geht, das Ausmaß und die Organisationsmöglichkeiten unserer außerhalb der Siedlung unternommenen Aktivitäten zu erweitern. Ja, das ist wichtig. Direkt da weiterforschen. Scheune. Sehr schön. Nicht genügende Ressourcen. Ja. Das ist richtig. Uns ist gefehlt es an Gemüse. Man braucht auch einen Straßenzugang. Aber ich glaube, da ist es wurscht wie. Forschung erstmal weitermachen. Dann. Fließband. So, okay. Später bitte. Ich möchte jetzt erstmal. Gemüse bauen hier. Ich möchte Gemüse anbauen. Noch sind wir im Sommer. Das sollte doch noch ein bisschen für Plus sorgen. So. Ach. Genau. Pilze. Gut, dass ich mich dran erinnert habe. Pilze wollte ich sammeln. Für den Winter. Produktion. Was hatten wir gesagt? Eigentlich Gemüsesuppe, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Aber Fleisch haben wir en masse. Deswegen bitte Fleischproduktion. Ja. Damit sollten wir doch gut durchkommen. Vorrat ist auch mehr als üppig. Lecker, Ressourcenmangel? Nee. Da klopfen wir ein bisschen Stein. Lager sieht auch gut aus. Ja. Holz. Ich habe aber niemanden, den ich Holz hacken lassen kann. Das ist das Doofe. Eigentlich könnte ich hier noch Holz selber hacken. Mal. Einer müsste langen. Ne? Ansonsten lassen wir das auch außerhalb uns auch beliefern in Zukunft. Aber dann ist es schon mal da. So. Kinderpopulation hat sich nicht geändert. Rostige Werkzeuge. Richtig. Da war ja auch noch was. Wir haben eigentlich eine gute Produktion an Werkzeugen. Wenn wir die Verteilung zusätzlich erhöhen. Wären wir immer noch im Plus und die Leute werden vielleicht wieder ein bisschen in der Moral gestärkt. Denn Werkzeuge. Eigentlich müsste ich doch genügend Materialien haben für Werkzeuge. Oder etwa nicht. Was brauchen wir denn? Wir brauchen Holz. Eisenbarren. Und da haben wir ja auch ein Lagerbestand. Und wir haben voll viel Eisenerz. Aber Barren produzieren wir auch noch ein Löcher. Eigentlich könnten wir noch einen zusätzlichen Schmied bauen. In der Hoffnung, dass wir bald auch ein bisschen mehr Leute hier haben. Die uns das natürlich auch bewirtschaften. So.
Es war Schmied. Einmal drehen, bitte. Zack. Der Winter kommt ja bald. Hieße. Hat doch ein bisschen gut vorbereitet, definitiv. Der Händler ist eingetroffen. Was hat er denn diesmal? Leder, Fleisch und Fisch. Das interessiert mich alles null. Vielen Dank. Brauche ich nicht. Gut, Forschung. Sind wir auch ziemlich weit. Ich bräuchte aber auch ein bisschen mehr Draht tatsächlich. Den Draht. Kupfer. Ich auch schon eine volle Lotte. Ich direkt noch einen weiteren Schmied hinsetzen tatsächlich. Der uns nochmal ein bisschen Draht baut. Ja, so langsam muss man die Produktionsketten auch weiter unten erhöhen. Damit das halt auch erstmal mit der Bevölkerung passt. Dass wir mit den Materialien hinterherkommen, die benötigt werden. Nicht genügend Ressourcen. Kräuter. Produzieren zu wenig Kräuter? Ernsthaft? Wie viel Medizin haben wir denn jetzt hergestellt? So, 14, 21. So, wie schon gesagt, wir brauchen mehr. Und dann braucht man von allen ihren Grundbedürfnissen mehr. Hier scheint es doch gut zu sein. Nicht perfekt. Aber machbar. So, super. Uiuiui, 35. Ja, zum Glück haben wir vorgebaut. Wahnsinn. Jetzt habe ich, glaube ich, auch ein Unterkunftsproblem. Kann das sein? Nee, es geht gerade auf. Schwein gehabt. Es geht tatsächlich gerade auf. Sollte man dann vielleicht doch noch mal ein paar Unterkünfte bauen? Neue Reisende. Brauche ich ja sowieso Unterkünfte. Wenn ich die noch beherbergen möchte. So, einfache Straße bitte. Zack. Eine Gruppe von Fremden. Ihnen geht's schlechter wie uns nochmal. 11 Arbeiter. Wahnsinn. So, jetzt habe ich aber zu wenig Unterkünfte, oder? Nein, immer noch 100%. Ich bin erstaunt. So. Ich bräuchte. Wahnsinn. Jetzt kann ich hier richtig in der Produktion ankurbeln. Stark. Eisenbahn. Drähte. So, wir hatten hier noch einen im Bau. Da wollte ich nochmal Kräuter. Da in dem Hof, da sind wir voll auch. Die Mahlzeitenproduktion. Wahnsinn. Es läuft gerade sehr geschmeidig. Das ist wirklich sehr schön. Mögliche Jagdgründe. Okay. Provinz da drüben. 11 Tage. Viel Spaß beim Laufen.
schicke ich sie denn mal hin? Mal hier in die Provinz, oder? Sieht gut aus. So, Stromproduktion ist auch okay. Wir haben auch noch Kapazitäten dafür. Boah, 32 Leute, hey, das ist ja. Das ist der Luxus, den ich nie für möglich gehalten hätte. Wahnsinn. Jupiter. Getreide haben wir massig. Glas. Glasproduktion ist ja auch voll im Gange. Stark. Echt stark. Jetzt könnte ich hier auch mal die Träume wahr machen lassen. Und mal ein bisschen experimentieren. Ich kann Regionsverbesserung. Dieselmotor, Regionsverbesserung. Das macht mich immer noch ganz kirre, warum. Regionsverbesserung, erforderliche Entwicklung. Weil ich das einfach nicht nachvollziehen kann. Okay, das brauchen wir. Einfache Maschinerie. Das Spiel sagt mir das aber auch irgendwie nicht so richtig. Es gab ja mal die Ressourcenverbesserung als Entwicklung. Die habe ich abgeschlossen. Konserve. Muss ich Konserven herstellen? Ist es das, was mir das Spiel sagen möchte? Dass ich Konserven bauen muss? Okay, Entwicklung kann ich gerade nichts machen. Produktion. Antriebsdraht, Metallwerk. Braucht auch Strom. Oh, jetzt mal wieder Papier auf Anschlag. Okay. Dann bitte mal. Holz, Holz, Holz. Willst du genug haben? So. Brennerei haben wir. Konserven, allgemeine Werkstatt hier. Das ist das, was mir das Spiel sagen will. Weiß das einer von euch zufällig? Elektrowerkzeug, Maschinen. Also an der Stromversorgung mangelt es nicht. Ich könnte das jetzt einfach mal ausprobieren. Allgemeine Werkstatt befindet sich im Bau. Okay. Wir könnten hier auch den Generator etwas hochfahren. Ansonsten bin ich mir sicher, dass es mal Zeit wird, nochmal 3 Leute bitte zu trainieren. Das macht auf jeden Fall Sinn. Das Kneipe Wachturm. Welche Weiterbildung? Ölraffinerie, Scheune. Ach, guck an, stimmt ja. Obstplantage, stimmt. Das sollte ich ja auch ganz vergessen. Wir können ja jetzt hier Obst anbauen. Das finde ich auch mal spannend auszuprobieren. Und die Scheune. Einfach weil wir es können jetzt gerade. Und gerade in dem Luxus schweben, so viele Arbeiter zur Verfügung zu haben. Man muss ja auch ein bisschen das Spiel kennenlernen. Von daher machen wir das jetzt einfach mal. So, ich wollte aber trotzdem in der Region. Genau. Noch ein bisschen erhöhen. Welche Strukturen hatten wir hier? Wachturm. Brunnen. Besetze ich die mal mit 4. Was hatten wir hier gebaut? Da bräuchte ich Food Supply. Dafür sind die Konserven. Okay. Okay. Brunnen dort bauen, bitte.
Jetzt muss ich erstmal gucken, was wir hier an Mitarbeiter oder Arbeiter brauchen, um die Obstplantage zu bewirtschaften und die Scheune. Also ich glaube nicht, dass wir da einen ausgebildeten Handwerker brauchen, oder? Weniger. Zweifle ich einfach mal. So, okay, was können wir denn bewegen? Produziert in Obstplantagen Baumstämme. Ja, das ist ja nice. Das habe ich ja gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Weil das da auch nirgendwo steht. Obstplantage, Früchte. Aber man kann hier so eine kleine Baumschule errichten. So produziere ich Baumstämme. Das ist ja toll. Nachhaltig. Auf jeden Fall nachhaltig. Gelungene Sache. Wir brauchen Wasser für die Obstplantage. Sehr gerne. Produzieren sehen wir Früchte. Die wiederum dann auch im Krankenhaus genutzt werden können. So, was wollen wir herstellen? Fleisch. So, jetzt kommen wir langsam in die Gefilde. Dass wir die Sachen, die momentan endlich waren, wirklich besser herstellen können. Finde ich klasse. Fleisch habe ich eigentlich genug erstmal. Wir kommen an die weiteren Zuschauer hier im Channel. Herzlich willkommen. Getreide. Beziehe ich denn genug Getreide? Aktuell nicht. Ich habe Bedarf von 155, 750. Ja, wir gehen halt Richtung Winter. Könnte ich fast nochmal... Ich habe die Männer ja zur Verfügung. Ich hab's ja. Guck mal, hier hatte ich mal... einen schon hingesetzt. Jetzt wollen wir mal wenigstens einen mal hier bauen. Ressource. Ach, ich brauche nur einen davon. Das wäre interessant. Ach, der stellt auch Leder her. Okay. Ja, aber ich habe Milch noch gar nicht im Angebot. Deswegen möchte ich gerne das hier machen. Milchproduktion. Stark. Wirklich stark. Milchproduktion. Ich kann hier jetzt Konserven bauen. Was brauche ich? Bronze und einfache Nahrung. Ich produziere auch genug. So. Vorrat, allgemeiner Vorrat. Sowohl bei okay, Werkzeuge, Drähte. Ist wohl, wenn ich das richtig im Kopf habe, für die regionale zur Forschungsmöglichkeit. Ja, ich gucke ich mir gleich an. Es gibt doch hier Strukturen. Hier, Tool Supply. Das war jetzt noch nicht übersetzt, aber. Tool Supply. Ich glaube, die Konserven. Würde mich jetzt mal eher interessieren, wie die wirken. Geizen wir nicht. Machen wir mal direkt volle Bulle. So ein Getreide wollte ich noch. Weil... ich mir nicht sicher bin, dass die Alkohol- bzw. Getränkeproduktion plus die Viehzucht, dass das ausreichend ist. So, jetzt haben wir hier aber noch Wald zur Verfügung. Den möchte ich gerne noch stehen lassen. Der Händler verabschiedet sich da wieder. Also brauche ich Produktion. Bauernhof. Ich habe nur
Ganz ekelhafte Standorte. Sind nicht so schön. Und hier wird es ja tatsächlich gehen. Das ist da, wo ich eh schon meine ganzen... Ja, richtig. Da hatte ich ja meinen anderen Bauernhof. Was macht der denn hier? Guck mal, der könnte auch Pilze sammeln. Wollte ich nicht meinen Pilzevorrat auch mal ein bisschen erhöhen? Hatte ich doch... Ja, hier. Da habe ich auch schon Pilze. Lass ich die auch mit Pilze sammeln, aber hier ist ein guter Standort dafür. Machen wir das doch hier. So, Bauernhof. So, den muss ich auch mit einer Straße verbinden. Das macht aber nichts. Gerne. Zack. Dann machen wir hier. Eine Straße. Ja. Ist halt doch Early Access Spiel, weil hier diese Straßenbaufunktion, also das macht mich manchmal echt närrisch. Das Lager so ausschweifen, das verstehe ich nicht. Kann doch gar nicht sein. Ach du meine Güte, nicht genug Ressourcen, das sehe ich ja jetzt. Ach du meine Güte, ich habe ja gar keine Steine. Okay. Ich hatte hier aber auch Steinproduktion, die könnte ich erhöhen. Wie viele Mitarbeiter brauche ich denn für die Farm? 4. Wie ist, ich könnte hier mal auf 6 erhöhen. Dann könnte ich... Ich könnte auch Fleischerzeugnisse machen, noch zusätzlich. Je nachdem, gut das Weizen, die Weizenproduktion reinhaut. Aber ich brauche eine Straße. Das ist echt krass. Ohne zu gucken gebaut, einfach so. Und dann lesen sie ihn mit den Ressourcen. Muss ich doch ein bisschen warten. Beschleunige ich mal auf... Obwohl, Moment. Wir haben doch hier Forschungsmöglichkeiten. Eine Nachricht von der Gemeinschaft. Chief, unser Wissen über Chemie und aromatische Pflanzen ist immens gestiegen. Wir haben uns im letzten halben Jahrhundert vermutlich zur einzigen Gemeinschaft entwickelt, die in der Lage ist, Medikamente zu produzieren. Hört, hört. Mit etwas Unterstützung und einer gewagten Denkweise können wir es noch weiterbringen. Ich denke ja tatsächlich, dass man mit Pilzen einfach noch Antibiotika herstellen könnte. Warum nicht? Wir glauben, dass die Produktion von Impfstoffen eine übliche Praxis in der alten Welt uns nicht besonders belasten würde. Das denke ich auch. Impft euch. Wir wollen einen Impfstoff... Entschuldigung, einen Impfstoff entwickeln, der uns Resistenz gegen Krankheiten der Wintersaison macht. Oh, das ist natürlich super. Wir brauchen bestimmte Ressourcen dafür. Okay, Alkohol, Kräuter, Brause, hey, alles, was ihr braucht. Ohne Witz. Besser angelegt. Kann man das nicht machen? Impfstoff, um gegen den Winter gerüstet zu sein. Super Idee. Bin ich sofort bei euch. So. Achso, Training abgeschlossen. Ja, okay, vielen Dank. Wir hatten jetzt hier den Hof, der uns zwar jetzt nichts bringt. Allerdings.
Na komm schon. Drei Steine. Ja. Aber dass ich echt alle Steine verbraucht habe. Ratzfatz ging das. Hatte ich echt gar nicht so auf dem Schirm. Kann ich jetzt währenddessen auch die Geschwindigkeit erhöhen? Das wäre ja geil. Oh ja, das geht. Wunderbar. Wunderbar. Vielen lieben Dank. So. Wäre das erledigt? Ich möchte keine Leinen. Ich möchte Getreide, bitte. Nach der Winterpause. Okay. Okay. So, von etwas hatte ich doch auch nur eine relativ geringe Kleidung. Ja, aber da haben wir echt massig. Wir produzieren auch genug. Leinen scheint uns nicht auszugehen. Verfügbar 500. Oh. Ich muss... Ja, Kräuter. Ich weiß. Hatte ich nicht gesagt, ich baue hier nochmal Kräuter? Ja, aber ich habe die zu spät im Garten gefangen. Das anzubauen. Okay. Okay. Mir fehlt... Ist zum Glück auch nicht an Kleidung. Wie ist es mit der Verteilung? Werkzeugproduktion ist auch mehr als ausreichend. Kleidung produzieren wir 40. Ja, muss es jetzt auch nicht übertreiben. Zumindest mal die Grundbedürfnisse sind alle gedeckt. So. Wieso produziere ich dann noch Papier? Lager. Gesamt. So, einmal bitte erhöhen. Wasser nein, aber Papier um 2000. Leder gerne. Kupfererz bitte. Kohle, oh mein Gott. Kleidung haben wir schon genug. Gemüse bitte. Auch nochmal. Fleisch, Eisenerz. Nur um sicher zu gehen. Einfache Mahlzeiten. Ja. Dann wird Alkohol. Lagerplatz. Und errichten nochmal ein Lager. Also die Sicht im Schnee ist echt... Ist echt nicht schön. Versorgung Lager. Pedro. Den habe ich jetzt aber beschissen gebaut. Hat er einen Eingang. Hat keiner gesehen, oder? Nein, natürlich nicht. So. Der Speertrupp weiß, was zu berichten. Kohlereiches Land. Okay, das Ödland ist doch jetzt... Auch erfolgreich untersucht. Gehen wir hier in die Küstenregion noch rein. So, jetzt möchte ich aber eins noch wissen. So. Hochebene. Strukturen. Regionsverbesserung. Dieselmotor, Regionsverbesserung. Ah, wir brauchen jetzt auch ein Tool Supply. Kann das sein? Oder verlangt ja die Bahn? Das könnte natürlich auch sein. Die
Bahn für besseren Transport. Dass das jetzt so der Aufhänger ist. Dass die Straße eine bestimmte Kapazität hat. 80% täglicher Produktionsbonus ist halt auch schon echt krass. Schauen wir mal, was wir hier machen. Cool, Tool Supply. Okay. Okay, wir hatten ja hier eine Werkstatt. So. Da könnte ich zumindest ein paar Leute drin arbeiten. Und ich könnte den Vorrat bauen. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Lass es uns tun. Allgemeine Werkstatt. Seid ihr dran? Sehr schön. Lass es uns tun. Hätte ich einen Arbeiter und drei unbeschäftigte Handwerker. Spezialisten habe ich ja noch gar keine. So. Wir haben 55 Kinder auf dem Weg. Oh, das wollte ich noch. Einen Wohnraum haben wir abgedeckt, aber okay. Das ist nicht das Problem. So, schauen wir mal. Speer ist angekommen in Provinz. Mehr Baumbestand in der Region. Das war hier ganz hinten und ist sonst was, was ich entdecken kann. Ich könnte hier runtergehen, aber ich würde gerne mal den Kreis ein bisschen schließen. Genau. Damit wir ein bisschen besseren Rundumblick haben. Mal Winter und wir haben immer noch Produktionsplus. Ist doch stark. Konserven, genau. Wir haben hier Konserven hergestellt. Selbst das beeinträchtigt jetzt nicht unsere Nahrungsmittelproduktion. Das ist total stark. Wie viele Konserven haben wir denn mittlerweile schon hergestellt? 300 schon. Wahnsinn. Geht das alles schon in die Regionen, die wir gesehen haben? Supply. Außer hier, weil ich... Achso. Verbesserung. Das verwundert mich immer noch. Ganz ehrlich, ich blick da noch nicht so hundertprozentig durch, was wie wo hier vonnöten ist. Könnt ihr Mine bauen? Regierungsverbesserung. Ja, aber ich habe das doch geforscht. Nein, mir fehlt's an Steinen. Das ist doch das Problem. Danke. Ich verklopp Steine noch und nöcher. Produziere zu wenig. Dann stecke ich da den einen rein. Nee, den brauche ich ja jetzt gleich. Für die allgemeine Werkstatt. Immer noch mal einen Schluck Earl Grey. So. Dann machen wir das jetzt einfach mal. Zwei pro Tag. Das ist nicht viel. Aber es sollte ausreichend sein. Habe ich Holzproduktion mehr als genug? Das sollte ausreichend sein. So, hier fehlt es jetzt an Getreide. Logisch, wir haben Winter. So. Bevor der Winter vorbei ist und das 10. Jahr vorüber, ist hier auch ein rundes Jahr. Speichern wir auf jeden Fall mal.
Wir sind doch valide unterwegs. Nicht genügend Ressourcen. Ja, Getreide, richtig. Ist aber demnächst wieder verfügbar. Hm. Gut. So. Ich öffne vielleicht mal eine Aufnahmepause. Bis dann.